Der Countdown für den Beginn des neuen Jahres läuft und bevor wir heute um Mitternacht wieder Prosit Neujahr sagen, lassen wir mit Euregio-Generalsekretärin Marilena De Francesco das Jahr 2022 Revue passieren und werfen gemeinsam einen Blick auf das Jahr 2023. Liebe Marilena, an diesem letzten Tag des Jahres am 31. Dezember 2022, was waren denn die Höhepunkte in diesem Jahr für die Euregio? Im Oktober 2021 hat das Trentino die Präsidentschaft der Euregio übernommen und im Februar 2022 hatte Präsident Fugatti in einer Sondersitzung des Vorstandes die Möglichkeit, das Programm der Trentiner Präsidentschaft zu präsentieren unter dem Motto Euregio ist jung. Das zeigt auch die große Aufmerksamkeit, die den jungen Menschen beigemessen wird. Und tatsächlich fördert die Euregio zahlreiche Projekte und Initiativen für junge Menschen. Im Jahre 2022 fand auch die erste Sitzung des Gemeinderates statt, ein Organ, das mit der Reform der Euregio, der Konvention, eingeführt wurde und das den demokratischen Prozess fördert. Und in diese Richtung geht auch die erste Sitzung des Bürgerinnenrates der Euregio, welcher im Oktober 2022 stattgefunden hat. Im Jahre 2022 wurde in Trient das Informations- und Koordinierungsbüro eröffnet, nachdem es im Oktober 2021 in Innsbruck geöffnet wurde. Aber im Jahre 2022 wurde immer in Innsbruck auch das erste Euregio Campus eröffnet, ein sehr wichtiges und innovatives Projekt der Euregio, welches den Studenten der drei Landesteilen die Möglichkeit geben wird, eben in dieser Struktur Platz zu finden. Es war also wirklich ein Jahr prall gefüllt mit Projekten und Initiativen und das Jahr 2023 steht jetzt vor der Tür. Liebe Marilena, auf was dürfen sich denn die Bürgerinnen und Bürger ganz besonders freuen? Ja, wie ich schon erwähnt habe, sind jetzt die drei Büros, die drei Sitze völlig tätig. Während des Jahres 2022 wurden in Bozen und in den letzten Monaten auch in Trient und in Innsbruck kulturelle Initiativen gefördert und organisiert, die den Bürgerinnen und Bürgern der Euregio die Möglichkeit gaben, unsere Organisation besser kennenzulernen. Also wir werden diese Initiativen auch im Laufe des Jahres 2023 vorschlagen und wir sind sicher, dass dadurch einen großen Beitrag leisten werden, um die Euregio besser kennenzulernen. Außerdem werden wir mehr in die Schulen gehen und durch die dritte Ausgabe des Projekts Euregio macht Schule auch den Schülern die Möglichkeit geben, die Euregio besser kennenzulernen. Vielen Dank, Marilena, für diesen Rück- und Ausblick. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Wir wünschen Ihnen von Herzen einen guten Jahresausklang und nur das Beste für das neue Jahr. Ein gutes neues Jahr, un buon anno nuovo, un buon anno nuovo.